Du möchtest wissen, was Kinder bei einer Trennung der Eltern, bei einer Scheidung der Eltern kaputt macht. Du möchtest wissen, was du als Elternteil unbedingt unterlassen solltest bei einer Trennung, bei einer Scheidung in Bezug auf die Kinder. Dann bleib dran! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin die Margit, Diplom-Sozialpädagogin und Expertin für Lebensstürme. Als Verfahrensbeistand, Verfahrensbeiständin beim Familiengericht bekomme ich immer wieder mit, wie Kinder während der Zeit der Trennung, der Scheidung unter die Räder geraten. Also zu Beginn geht es ihnen noch soweit gut und sie entwickeln zunehmend Verhaltensauffälligkeiten, psychosomatische Beschwerden oder machen sogar in ihrer Entwicklung Rückschritte. Ganz kurz zur Erklärung, Verfahrensbeistand beim Familiengericht, also das heißt, wenn die Eltern streiten, zum Beispiel ums Umgangsrecht, ums Sorgerecht, der Verfahrensbeistand vertritt vor Gericht die Interessen der Kinder, nennt sich auch Anwalt der Kinder, stellt beim Familiengericht im Verfahren den Kindeswille dar und bewertet diesen auch. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, was tun denn eigentlich Eltern in dieser Zeit der Trennung, der Scheidung, damit es ihren Kindern immer schlechter geht, beziehungsweise umgekehrt, für dich bedeutet das, was solltest du unbedingt in Bezug auf deine Kinder unterlassen, was solltest du nicht tun? Und das ist manchmal sehr viel schwieriger, als etwas zu tun, Dinge eben nicht zu tun und zu unterlassen. Tipp Nummer 1 an dich und ein absolutes No-Go, rede niemals schlecht über den anderen Elternteil vor dem Kind. Natürlich während der Zeit der Trennung, der Scheidung, ist Mann oder Frau sehr, sehr wütend auf ihren Ex-Partner. Und da fällt natürlich das ein oder andere Wort. Aber achtet bitte darauf, das nicht in Gegenwart des Kindes zu tun. Denn das Kind, sage ich immer, ist auch ganz egal, ob es Mädchen oder Junge ist. Ein Kind ist immer halb Mama und halb Papa. Ganz logisch. Und ein Kind braucht während der Zeit der Trennung, der Scheidung, die Gewissheit, wirklich beide Eltern lieben zu dürfen. Und die beide Eltern sollten dem Kind erhalten bleiben. Also ganz wichtig, schimpft nicht in der Gegenwart des Kindes über den anderen Elternteil, weil so schadet ihr damit dem Kind. Das Kind kommt in eine Not, weil das findet ja beide ganz toll, Mama und Papa, und kommt somit in ein Bedrängnis, in eine Not, sich eventuell entscheiden zu müssen. Da kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 2. Haltet die Kinder raus bei Streitigkeiten. Ihr als Eltern tut gut zu unterscheiden zwischen Paarebene und Elternebene. Also ihr wart bisher ein Paar, aber als Paar geht ihr nun zukünftig getrennte Wege, aber Eltern bleibt ihr ein Leben lang. Wenn ihr um das Kind streitet, erlebe ich immer wieder, dass das für Kinder eine ganz große Belastung ist. Das Kind kommt in eine Zwickmühle, weil das Kind möchte ja eine innere Verbundenheit zu beiden Elternteilen. Das Kind möchte beide Elternteile haben und lieben dürfen und eine sichere Bindung haben dürfen. Und aus dem Grund, Streit bedeutet immer, wer hat Recht und am besten, dass der andere ausgeschlossen wird. Haltet das Kind bei den Streitigkeiten raus, weil sonst kommt es innerlich in eine Zwickmühle, in eine gewisse Not, sich auf eine Seite schlagen zu müssen. Und das hat wieder zur Folge, dass es die sichere Bindung zu einem Elternteil verliert und die Qualität der Beziehung sehr darunter leidet. Und das Kind braucht die Bindung zu beiden Elternteilen. Es muss beide Eltern lieben dürfen und eine innige Verbindung haben dürfen.
Also haltet das Kind raus bei Streitigkeiten, wenn es Trouble gibt auf Elternebene bzw. auf Paarebene, dann damit hat das Kind nichts zu tun. Und auf Elternebene schaut, dass ihr eine gute Kommunikation herbekommt zum Wohle des Kindes. Kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 3. Das Schlimmste, was ihr mit eurem Kind machen könnt, ist das Kind zu instrumentalisieren. Was meine ich damit? Ich meine, ihr habt auf der Paarebene, was ich vorhin schon gesagt habe, Unterschied zwischen Paar- und Elternebene, ihr habt auf der Paarebene noch alte Rechnungen offen und ihr versucht über das Kind dem anderen eins auszuwischen. Zum Beispiel, das kommende Woche ist Papa-Wochenende, das Kind wird das Wochenende beim Papa verbringen und die Mama, also jetzt nur ein Beispiel, ich mache es jetzt einfach so rum, und die Mama sagt zum Vater, das Kind ist krank und lässt das Kind nicht zum Vater, um ihn eins auszuwischen. Das heißt, hier wird die Elternebene mit der Paarebene vermischt. Das Kind wird aus dem Blick verloren, was fürs Kindeswohl das Allerbeste ist. Das Beste wäre natürlich, das Kind zum Vater zu lassen, damit es ein schönes Wochenende mit dem Papa verbringen kann. Aber jetzt in dem Fall mache ich so rum, es passiert oft auch ganz oft auch andersrum. Aber ich wollte jetzt einfach ein Beispiel nennen. Aber nein, die Mama sagt, nein, dann wische ich jetzt eins aus. Das Kind bleibt zu Hause. Das heißt, ich sehe das Kind nicht mehr. Das Kind wird zum Spielball der eigenen Interessen. Hier ist ein Konflikt mit dem anderen Elternteil und ich setze das Kind dafür ein. Also ganz schlimm für Kinder. Das Kind wird zum Objekt gemacht für die eigenen Streitigkeiten. Und das heißt, die Interessen des Kindes kommen zu kurz, die Bedürfnisse, also eine sichere Bindung zu beiden Elternteilen haben zu wollen, diese innige Verbindung. Was passiert? Das Kind wird verunsichert, bekommt Angst. Also lasst das Kind raus, unterscheidet zwischen Paar- und Elternebene und schaut, dass ihr eure Konflikte auf Paarebene anders austragt. Aber nicht über das Kind, über Anwalt, über Gespräche, aber lasst das Kind raus. Dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Das waren meine 3 Tipps an euch, meine 3 absoluten No-Gos in der Erziehung, wenn ihr euch in einer Trennungssituation, in einer Scheidung befindet, was ihr wirklich niemals machen sollt, machen dürft, wenn ihr eurem Kind nicht schaden wollt. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr keinen Selbstcoaching-Tipp mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Über ein Like freue ich mich sowieso. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss.